So, da ist er wieder, der alte Mann. Und ich sehe schon, die Alte hat die Bude verdreckt. Die will doch bestimmt irgendwas. Gebäudemanager. Ich schicke meinen Onkel los, der macht das. Reinigen, 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 reinigen. Das kostet mich nämlich nichts. Ich habe gerade das Geld überwiesen, sehr schön. Bin eben für Eltern weg. Alles klar. So, ich muss Babysitter-Jobs erledigen. Gut. Hier krieg ich 9.800. Was wollen wir machen? Urlaub, und es wäre toll, wenn unser neuer Wohnungsentwurf nach unserer Rückkehr fertig und bereit ist, anfangen. Ja, nehmen wir an. So. Ui. Reparieren. Oh, reparieren. Reinigen. Reparieren. Reparieren. Kann ich immer noch nicht einlagern. Wer weiß, die Dusche lasse ich mal hier drin, obwohl nee, muss ich ja verkaufen. Schon mal gut. Wände sind alle top. Ja. Renovieren. Die wollen ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer und eine Küche haben. Was wollen die ins Bad alles reinhaben? Eine Badewanne. Okay, es muss ein großes Zimmer dann sein. Okay. Das dort, wo ist die Heizung? Zerstören, weg, weg. Tür. Bauen. Tür. Nee, zerstören. Hä? So. So. Gefällt mir. Dann. Wir machen als erstes das Badezimmer. Genau. Fließen. So. Wand braun. Hammer, eine Badewanne. Wie viel habe ich zur Verfügung? Ihr kriegt die hier rein. So. Eine Toilette. Ihr kriegt die teure. Kommt, ich will nicht so sein. Eine Waschmaschine. Ich krieg die von Bosch. So. Ein Waschbecken. Kriegt ihr das hier?
ein Handtuchhalter. Kriegt ihr das in Form einer Heizung? Ein Pömpel. Klopapier. Eine Klobürste. Und ein Wäschekorb. So, Bad ist fertig. Küche. Küchenspüle. Oh Gott. Kriegt das günstige Format. Da. Küchenschrank, ein Herd, so bewegen, dahin und Kühlschrank. Moment, da haben wir doch noch bessere. Den hier. Noch irgendwas? Ein Motivator. Achso, Laminat wollen sie haben. Dann kriegen sie das. Wände grau. So. Motivationsbooster. Das ja. So. Hammer. Küche fertig. Bürostuhl, Schreibtisch. Okay. Das wird dann das hier. Teppich, eine Tür, die da, auch wenn es eine Eingangstür ist, ein Etagenbett, so. Schreibtisch, ein Bürostuhl, ihr seid Kinder, ihr habt ein Etagenbett drin, Sunset Bay, eine kleine Party hat noch keinem geschadet. Ne, wir nehmen das Sunset Bay tatsächlich, die Wände gelb. Das ist fertig. Das hier ein Doppelbett. Wie viel habe ich noch? 4000. Holy, ich muss aufpassen. Ne? So. Hier kommt auch Teppich rein. Wände blau. Hammer. Eine Tür muss auch noch rein. So, Hammer auch. Fernsehunterschränke. Und ein TV-Gerät. Hammer. DVD-Spieler. Hammer. DVDs. Hammer. Und noch ein Gemälde. Hammer auch. Schachbrett und Ventilator. Ein
Ventilator. Stell mal den dort hin. Brauchen wir noch einen Tisch und ein Schachbrett. Ich hätte gern einen kleinen Tisch. So ganz klein, wenn es geht. Ja, die passende. Ein Schachbrett. Haben wir auch. Jetzt haben wir noch wie viel? 500. Ach du Scheiße, wie soll ich denn hier da noch was hinbringen? Die kriegen ins Schlafzimmer auf jeden Fall noch Kerzen rein. Die Kiddies kriegen noch ein Bild rein. Hier. Muss ich jetzt noch was machen? Okay, nur noch das Kinderzimmer. Alles klar. Ja, schön. Wenn nichts mehr dahin passt. Was? 420. Was? Das? Wie viel habe ich jetzt noch? 230. Zum 43%. Das kann doch nicht sein. Ich brauche ungefähr die gleiche Entfernung. Ja. Wie sieht's jetzt aus? Immer noch 43, scheiß drauf. Ich hab nicht mehr genug Geld. Wo ist er denn, der Typ sie im Bad? Okay. Er möchte sein, ist der einzige DVD-Player, den ich hab. Warum ist Bett? Ach, das ist der Gesamteindruck, okay. Holy, wenn ich jetzt überall 5 Sterne habe, dann bin ich happy. Ja, fast. Geil, ich habe schon wieder 55.000. So, Onkel, du hast wieder einen Fertigkeitspunkt bekommen. An alle Makler, ich gehe auf eine wichtige Geschäftsreise und brauche jemanden, der sich um meine Mieter kümmert. Das müsste ein Babysitter-Job sein, tatsächlich. Das ist die hier. Das ist die Olle Wolli Wagner, tatsächlich. Ich habe gerade von meinem Vermieter erfahren, dass du eine Weile mein Ansprechpartner sein wirst. Bin ein bisschen traurig, weil wir uns ganz gut verstanden haben. Auf gute Zusammenarbeit, mit freundlichen Grüßen, Wolli Wagner.
Die hat auch wieder zwei Schlafzimmer. Insgesamt drei Betten. Warum? Warum hat eine alleinstehende Person drei Betten in ihrer Wohnung? Kümmere dich um die Mieter. Gefällt nicht Blumenwohlfühlfilm. Hygiene, Energie hier. Essen, Medien, Pflanzen gefällt ihr nicht. Okay. Ey, was ist denn jetzt hier los? Was? Ich habe mich gefragt, ob du mir ein besseres Internet- oder Fernsehabo besorgen könntest. Alter, wie viele Ansprüche hatten die Frau noch? Könnte vielleicht noch später werden. Vielleicht, wenn du heute Nachmittag streamst, bin ich nochmal dabei. Ich streame heute Nachmittag tatsächlich nicht. Heute ist mit Darko Valheim Aufnahme. Und ja, ich werde erst morgen wieder streamen. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass ich heute Abend nochmal für ein paar Stunden streamen kann. Aber ich kann es nicht versprechen. Ich habe gerade alle ausstehenden Beträge überwiesen. Bitte entschuldige die Verspätung. Drei Tage. Warum ist bei dir die Hygiene nicht gut? Hä? Ist da nirgendwo Dreck? Okay. Zufriedenheit schlecht. Beziehung Spieler. Okay. Hygiene ist verkehrt. Hunger. Okay, dann mach. Wow, ich wollte ja gerade ein Geschenk machen. Schick einen Profi vorbei. Warum hält die das Essen in der Hand? Und dann auch noch schräg, dass alles rausläuft. Was ist los mit der Frau? Geht ihr aufs Klo? Nice. 2 von 3 abgeschlossen. Jobs. Ach, der ist jetzt leider weg. Schade. Genau. Babysitter-Job. Bräuchte ich noch einen. Renovieren. Wir nehmen den da mal an.
Reinigung starten. Reparieren, 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 reinigen. Ich kann die nur verkaufen. Warum? Konnte ich die immer einlagern? Die sehen schnieke aus. Verlassen. Was ist das da hinten für ein Minizimmer? Okay, dann geht's los. Küche, Esszimmer, Badezimmer, Badezimmer. Soll ich denn in so ein kleines Zimmer das alles reinkriegen? Wobei doch, das ist machbar. Das ist tatsächlich machbar. Boden, Fliesen bei dem anderen auch. Hier einmal blau. Ach, das ist für Männlein und Weiblein. Zwei Toiletten, wie viel Geld habe ich zur Verfügung noch? 11.900. Ein Klo. Zweites Klo. Waschbecken. Dorthin. Hallo. Dorthin. Zweimal Klobürste. Einmal. Zweimal und Klopapier. Einmal. Zweimal. Gut, da haben wir die Zwillinge fertig. Esszimmer und Küche. Okay, wir fangen mit der Küche an. Bodenlaminat. Hammer. Wände gelb. Hammer. Alter, was? Vier Kühlschränke? Was ist los mit denen hier? Na gut, wenn die das so wollen. Eins. Zwei. Drei, vier, Hammer. Küchenspinne, ihr kriegt hier ganz normal die einfachen Sachen rein. Eins, zwei, drei. Küchenschränke. Ich habe 5.000. Scheiße. Verkaufen. Bauen wir das alles nebeneinander. Bewegen.
Bewegen. Ich brauche 3 Küchenschränke. Die habe ich tatsächlich. Eins. Zwei. Eine Mikrowelle. Dahin. Eine Küchenwaage. Dahin. Und eine fette Wandlampe. Dahin. Esszimmer, Böden fließen. So. Wände grau oder gelb? Das passt irgendwie zu den Fliesen. Alter, da hinten spielt irgendwo einer was. So, ich habe keinen Zeitdruck, das ist auf jeden Fall gut. Kleiner Tisch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6. Noch einer? Nee. Wanddeko, Gemälde, Vasen. 1, 2. Egal, ob die gerade draufstehen oder nicht. So, ich habe noch, ja, so gut wie nix. Gucken wir die hier wieder. Gemälde. Oh, ist zu teuer. Okay. Bevorzugt Bild. Foto. Ein Barfoto. Dort hin. Was eins zum Hinstellen? Ah. Wie sieht's aus? Könnte noch ein bisschen Deko hin, tatsächlich. Ich habe noch 33 Mücken. Ich will wenigstens noch eine Pflanze dahin haben. So. Ich habe gerade das Geld für diesen Monat überwiesen. Nice, nice. Ich habe schon das günstigste genommen. Das Geld hat hinten und vorne nicht gereicht. Wer oft zu sagen, das ist alles schlecht. Dann hätten sie mir 50.000 zur Verfügung stellen sollen. Da war nicht mal ein Bad oder eine Küche drin. Der Honk. Sollen das? Ich brauche jemanden, der meine Leute im Auge behält. Bezahlter Job, Anforderung Budget 4.400. Was auch immer. Hallo, ich bin der Vermieter. Der hier.
Ansprechpartner sein muss. Bin ein bisschen traurig, weil wir uns ganz gut verstanden haben. Ja, ihr seid immer traurig. Schönes Bad. Zwei Schlafzimmer und eine Wohnküche. Boah. Klar, warum nicht? Der ist besoffen. Geschenk. Hier kriegst du einen Kaktus. Komm runter vom Klo. Alter, der ist besoffen. Klassische Literatur und Spielen tut er gerne. Okay. Ich hab's gar nicht gesehen. Das ist ein Bauarbeiter, Entlohnung 90.000? Persönlichkeitstyp Alkoholiker. Ja, gut. Ei, ei, ei. Hier kriege ich 150 XP 2500. Gut. Hat irgendeiner offene Miete? Nein. So. Yeah, dance up. Auch wenn du kein Radio hast. Wo ist er jetzt hin? Jetzt pennt der Hund, ernsthaft. Spreche mit deinem Mieter, um den Vertrag neu auszuhandeln. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Guck mal, ich schenk dir einen Kuchen. Die. Alter, die hat schon wieder so einen Dreck in der Bude drin. Ja, willst du mich verarschen, ne? 9, 3, 6 hinten. Gut. Was ist denn sein Problem? Hier. Nein. Die da. Nein. Oh. Ja, cooler. Jetzt aber. Ich schicke einen Profi. Ich hab das Geld. Ui, was macht denn der da? Keiner sehen, was der macht. Der liegt mit der Handtuch in der Badewanne. Ich sehe das ganz genau. Es funktioniert wieder. Ja, schön. Um die Ratten kümmere ich mich gleich. Da lag der mit Handtuch in der Badewanne. Das braucht 5 Sterne. Lol. Oh, ich kann Kredite aufnehmen. Oh, das ist gar nicht gut.
Das ist gar nicht gut, wenn ich Kredite aufnehmen kann. Ja, kein Wunder, dass hier Ratten sind bei dem ganzen Dreck. Die Alte sollte echt mal sauber machen. Kauf eine Wohnung in Ferris Street. Erstmal hier. So. Eine Nachricht. Gut, du hast überwiesen. Dann. Ich muss den Mist unterschreiben. So. Wie teuer bist du? 116. Ja, komm, scheiß drauf, kaufe. Neue Gegenstände, Wandmalerei. Ey, Onkel, du bist ja fast fertig mit deinem Baum. Ich müsste mal woanders weitermachen. $13.000 habe ich noch. Verkaufen. Die Dusche genauso. Da kommt eine bessere rein. Und zwar, wo haben wir sie? Die da. Da habe ich nichts rausgenommen, aber hier. Also ein Esstisch. Können wir doch direkt hier drunter stellen. Ist das ein Einzel- oder ein Doppelbett? Ist ein Doppelbett tatsächlich. Wie viel Geld habe ich noch? Habe ich ja noch ein bisschen was. 1, 2, 3. Das könnte man alles ein bisschen umdekorieren. Was ist denn das? Sieht mir aus wie Salz- und Pfefferstreuer. Das kann doch hier auf dem Tisch stehen bleiben. Einfach keine Dingsbums. Benutzbaren Schränke, was soll denn das? Oh. Bewegen. Küche. Was da? Bewegen. Nein, du gehst bitte richtig bis da ran. So. Ein bisschen Grünzeug. So. Da kommt Fliesen rein. Wände. Oh. Oh. Cool. So. Bewegen. Bewegen. Hammer. Das auch. Erledigt. Kommt noch eine Uhr hin.
Hier können wir noch ein Bild hinballern. Und Schlafzimmer kann so bleiben. Verlassene. Tag der offenen Tür. So. Mietverhältnis prüfen. Meinung exzellent. Dann wird die Wohnung wohl bekommen, wenn das so gut aussieht. Entlohnung 109.000 verdient die. Alles klar. Hier, verhandeln. Nee. Das ist zu wenig. Komm, ich gehe auf 2k runter. Auf 1,6. Akzeptieren. Sehr schön. Jetzt fließt das Money. Wie viel habe ich? 11.000. Erreiche monatlichen Cashflow. Ich habe was? Minus 1.200? Summe, Rechnung, Bank. Shit. Ich mache ein dickes Minus, sehe ich gerade. Na komm, das machen wir heute noch. Renovierung starten. Reinigen. Reparieren. Waren das jetzt? Egal, verkaufen. Jo, und renovieren. Hm, was wollen sie denn haben? Badezimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer, Küche. Okay. Haha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist das die Tür? Oder muss das die hier sein? Ne, die hier. Ne. Ne, was haben die denn da für eine Tür drin? So. So. Küche, Hartholz. Braun. Bewegen. Dort hin. Einen Kühlschrank. Wollen die haben? Eine Küchenspüle. Ich muss wieder aufs Geld achten hier. Einen Küchenschrank. Und ein Herd. Plus ein Motivationsposter. So. Hammer. Badezimmer. Laminat wollen die hier rein haben. Okay. Blaue Wände.
Das wird gewertet, lol. Geil. Ach du. Dahin. Waschmaschine. Dahin. Eine Toilette. Dahin. Ein Waschbecken. Dahin. Ein Pömpel. Klopapier. Ein Wäschekorb. Eine Klobürste. Und ein Handtuchhalter. Okay, das wird das kleine Schlafzimmer. Hier soll Teppich rein. Wände grau. Hammer. Ein Etagenbett. Kann ich da... Das würde sogar dahin passen. Lol. Das kommt aber dahin tatsächlich. Ein Schreibtisch. Den ballern wir hier richtig schön in die Ecke rein. Ein Bürostuhl. Und ein Bild. Das ist das erste Mal schön groß. So. Linoleum. Wände braun. Haben wir ein Doppelbett. Mittig sein haben wir. Ich brauche einen TV-Schrank. Oh. So. Kleiner, aber feiner TV-Schrank und ein TV-Wollen sind. Wie viel habe ich jetzt noch? Shit, nicht mehr viel. DVD-Spieler. DVDs. Ein Gemälde. Die wollen jetzt noch ein Schachbrett. Wobei, das kann ich da drüben hinpacken. Wie sieht's aus? Ach du Scheiße, ich habe noch 1700 für Deko-Zeug. Sachen verlangen von ihm. Gibt's irgendeine Art kleines, günstiges Regal? Scheint nicht so.
200. Das kostet 30. Pflanzen. Das sind große Pflanzen, die wollen wir ja nicht. So. Für 350, das geht. Kommt dort so einer hin? Wie sieht's aus? 56 und 65. Tatsächlich. Habe ich noch 1000. Das werde ich nicht ganz so hinbekommen, wie ich das gern hätte. Aber gut. Kann ich dann auch nichts dran ändern. Gut. So. 81,70, lass mal so. Scheiß drauf. Ja, schlecht als recht, schön. Ist ja immer so. Ey, wer das gefällt dir jetzt nicht? Gut. Sehr schön. Warum stellst du dich ins Kinderzimmer in die Ecke? Nicht an die Bank eventuell was zurückzahlen, bitte, danke. Früheste Abzahlung 52.000. Fehlt nicht mehr viel. Ja, aber ob man die 52.000 voll machen, das erfahren wir dann am Montagvormittag. Da gibt es dann den vorerst letzten Guten Morgen Stream für die nächsten 2 Wochen, weil nächste Woche und danach die Woche meine Kinder da sind. Und da werde ich wohl nicht streamen. Also vormittags auf jeden Fall nicht. Nachmittags auch nicht. Abends mal schauen. Und ich wünsche euch heute erstmal einen restlichen, wunderschönen, sonnigen Samstag. Heute Nachmittag gibt es tatsächlich keinen Stream. Abends bin ich mir noch nicht ganz so sicher, je nachdem, wie ich noch Lust und Laune habe nach der Aufnahmesitzung heute. Aber morgen Nachmittag gibt es dann wieder bis in die Nacht rein einen Stream und ja, ich hoffe, wir hören uns dann eventuell heute Abend oder morgen Nachmittag abends zum nächsten Stream und jetzt noch einen wunderschönen Samstag bei diesem wunderschönen sonnigen Wetter.